zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen neuen Livelet-Haul von mir und Leute, ihr könnt gespannt sein, weil die Sachen sind wirklich krass. Also super tolle BH-Alternativen, super tolle Unterwäsche, super tolle BHs. Ihr werdet begeistert sein und ich würde sagen, es geht direkt los. Den Code werde ich euch hier einblenden. Ich habe den gerade noch nicht, deswegen schreibe ich den euch einmal hier rein und natürlich unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr natürlich wie immer auch alle Sachen verlinkt und ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Das erste, was ich mir ausgesucht habe, sind einmal Tangas. Und zwar nicht nur irgendwelche Tangas, sondern die bequemsten Tangas, die es wahrscheinlich jemals geben wird. Und zwar aus so einem ganz feinem Stoff gearbeitet. Wirklich von der Breite her und so richtig schön. Also ich persönlich mag das sehr gerne, wenn das Bündchen hier oben so ein bisschen breiter ist, weil das kaschiert auch richtig schön. Und so sieht das Ganze dann nämlich aus. Und zwar habt ihr einmal hier die Rückseite, einmal hier die Vorderseite. Und Leute, dieses Material ist so unfassbar dünn. Es ist einfach ein Traum. Also wirklich, ich kann euch diesen Stoff nicht beschreiben, aber er ist so angenehm auf der Haut. Das ist übrigens ein Set. Einmal aus diesem Ton, einmal aus diesem schwarzen Ton. Und einmal noch in diesem Rosé-Nude-Ton gehalten. Wirklich wunderschön. Und ich liebe Livelet ihre Unterwäsche. Und gerade die Tangas sind wirklich der Hammer. Hier seht ihr auch nochmal die zwei Farben nebeneinander. Ein Träumchen. Dann, Leute, habe ich euch letztes Mal einen BH gezeigt. Beziehungsweise, das ist sowas wie so ein Sport-BH. Aber ihr könnt es als normalen BH tragen. Und ich hatte euch exakt diesen hier schon mal gezeigt. Ich habe mir den nämlich nochmal bestellt. Der sieht so einfach maximal nichtssagend aus. Man denkt sich so, ja, Oma-Unterwäsche sieht nicht cool aus. Leute, getragen. Ich habe den angezogen und ich dachte mir so, oh mein Gott. Der sieht getragen so heftig aus, Leute. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, den euch in jeder Farbe zu holen, doppelt und dreifach. Ihr werdet den lieben. Ich werde den nächstes Mal, denke ich, auch für meine Mama bestellen. Er ist der absolute Hammer. Ich liebe diese dünnen Träger hierbei und das Ganze natürlich nochmal in schwarz und in diesem wunderschönen hellbeige. Ich finde, das hellbeige passt halt wirklich zu allem. Aber diese Bequemheit, diesen Support und diesen Sitz, das ist unbeschreiblich. Also der ist, glaube ich, auch zweilagig, wenn nicht sogar dreilagig. Der fühlt sich so geil an auf der Haut. Ich kann euch das gar nicht in Worte fassen. Also hier spürt man, dass ihr theoretisch sogar noch ein Pad reinmachen könnt, wenn ihr wollt. Da ist aber kein Pad drin. Aber hier habt ihr einmal die eine Lage, hier die zweite. Und das ist so krass angenehm auf der Haut, Leute. Ich kann es euch wirklich nicht in Worte fassen. Das ist eines der weichesten Materialien, die ich je gefühlt habe mit diesem hier. Also es sind zwei komplett unterschiedliche Materialien. Der hier ist so ein bisschen glatter noch von der Oberfläche, eher so wie Satin, wenn man drüber fährt. Und der ist halt so wirklich stoffweiche ohne Ende. Also so stelle ich mir wirklich Skims-Unterwäsche vor. Ein Traum. Und die hier sind der absolute Hammer. Also wenn das hier keine Skims-Dupes sind, dann weiß ich auch nicht. Das hier ist wirklich zu krass. Einfach. Ey Leute, das Material, ne? Ich kann euch das nicht in Worte fassen. Ihr müsst euch das bestellen. Das ist heftig. Auch wenn es nicht schön aussieht, vertraut mir Leute, getragen, das sieht krank gut aus. Wirklich krank. So, dann habe ich noch einmal Unterteile geholt und zwar normale. Wenn ich mal meine Tage oder so habe, die wir alle haben, dachte ich mir, bestelle ich mir einmal so normale, dass ich die dann zu Hause halt tragen kann. Sieht jetzt nicht super sexy aus, aber ist halt trotzdem diese nahtlose Unterwäsche, finde ich sehr, sehr praktisch. Und das ist, meine ich, ein 1, 2, 3, 4, 5er Set. Das heißt, ihr habt 5 verschiedene Hautfarben und da ist wirklich für jeden was dabei. Finde ich wirklich richtig schön. Auch, dass sie an sowas denken. Das ist heutzutage leider immer noch nicht selbstverständlich. Und hier seht ihr einmal jeden Ton, der in dem Set dabei ist. Ich versuche euch das gerade mal zu sortieren. Hier habt ihr einmal so zwei Beige-Töne, dann noch ein dunkleres Beige, ein Braun und ein Schwarz. Also wirklich, es ist für jeden definitiv was dabei und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und es ist einfach ganz normale Unterwäsche. Also ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Das ist wie gesagt ein 5er-Set und ich mag sowas sehr, sehr gerne. Gerade wie gesagt, wenn ich meine Tage habe, auch mal ein bisschen was Simpleres oder Größeres anzuziehen, wie auch immer ihr das nennen wollt. So, dann ihr Mäuse, kommen wir zu BHs. Und zwar hat Livelet eine neue Kollektion rausgebracht. Jetzt in der Kollektion BHs. Und diese BHs, Leute, sind krass. Einfach krass. Also das hier ist wirklich, wenn man keinen Bock hat auf ein BH, kranker Support, super angenehm. Aber wenn ihr Bock habt auf ein BH, holt euch diese hier. Wirklich hier auch wieder die Verarbeitung top. Ihr habt hier so ganz minimalen Push, also es ist wirklich weich gearbeitet.
dieses Material, ne? Ich liebe das ja. Ich liebe das, wenn etwas hochglänzend ist. Super schön. Dann die Straps wieder nicht zu schmal gearbeitet. Ihr könnt hinten alles verstellen und habt natürlich hinten auch noch den Umfangversteller. Sehr, sehr schön. Das Ganze, beziehungsweise eine andere Art von diesem BH, habe ich mir einmal noch so ausgesucht. Und zwar hat das so einen tieferen Ausschnitt. Ich bin so gespannt, wie das getragen aussieht. Ich kann es mir nämlich gerade noch gar nicht vorstellen. Natürlich sieht man auf der Webseite Bilder, aber an einem selbst ist es nochmal ein bisschen was anderes. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das hier getragen aussehen wird. Ich finde es so süß, Leute. Also bei den Videos, einer von den beiden will immer auf meinen Schoß sitzen und diesmal ist es kein Bebek und auch er ist super interessiert dabei zuzugucken, wie ich euch die BHs nach oben halte. Findest du cool? Gefällt dir, ne? Jo. So, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie das aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass es super praktisch ist, gerade auch für Sachen, die einen sehr tiefen Ausschnitt haben, wo ihr nicht wisst, so, hey, was ziehe ich da jetzt für ein BH drunter? Stelle ich mir das genial vor. Ihr seht, es geht in die beige Richtung. Ich habe auch nur noch beige BHs. Ich habe euch ja gesagt, ich will nicht mehr so viele dunkle oder bunte BHs haben. Schwarz ist immer eine gute Farbe da zu haben, aber grundsätzlich beige ist natürlich noch tausendmal schlauer, weil beige passt einfach unter alles. Das seht ihr nicht unter weiß, das seht ihr nicht unter cremefarben, hellen Farben und dementsprechend einfach perfekt. Denselben BH, den ich euch eben in schwarz gezeigt habe, habe ich hier nochmal in so einem wunderschönen beigen, kühleren, hellen Rosa. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall ist es für mich eigentlich noch ein hautfarbener Ton. Aber sehr, sehr schön. Also tolle Verarbeitung. Ihr seht auch hier, ich liebe diesen Übergang hier. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Und auch hier wieder dieser Glanz ist einfach ein Traum. Hier seht ihr das auch nochmal von hinten besser. Das hat wirklich diesen Seamless-Stoff auch hier drin. Also wirklich ein absoluter Traum. Und die Träger wieder ein bisschen breiter gearbeitet, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Dann haben wir einen BH. Und Leute, ich habe noch nie so einen weichen BH in der Hand gehabt. Der ist einfach wie aus so einem T-Shirt-Material. Und der ist super... Seht ihr das? Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Also der ist super entspannt und ich stelle mir den so bequem beim Tragen vor. Und ich mag das Material. Also ich glaube, ich würde die ganze Zeit so... Aber der ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr angenehm. Auch hinten wieder verstellbar. Vom Stoff her super weich und angenehm. Auch vom Innenmaterial her super weich auf der Haut. Also ich bin wirklich extrem gespannt, wie das getragen aussieht. Ich glaube nicht, dass der die krasseste Form gibt. Aber ich glaube, der gibt einfach so ein bisschen Halt, ein bisschen Support und einfach dieses Gefühl so, ey... Ich halte dich mäßig. So, dann haben wir zu guter Letzt den BH, den ich euch eben einmal in diesem Rosé gezeigt habe, in diesem Schwarz gezeigt habe, in diesem wunderschönen Hellbeige. Und das ist auch, wie gesagt, der BH aus der Kollektion. Ich finde den wirklich sau schön. Ich habe das Ganze übrigens in 75E geholt. Die meisten BHs hole ich in 75E. Sollte es 75E mal nicht geben, nehme ich auch gerne 75D oder 80D dann meistens. Und ja, ich finde den wirklich richtig schön. Also Leute, ich finde, Louvelette hat die krassesten Skims-Tubes. Das ist mir heute auf jeden Fall mal klar geworden. Und das wird auf jeden Fall safe der Videotitel, weil es ist einfach so. Also so stelle ich mir wirklich Skims-Unterwäsche vor. Und gerade diese formenden BHs, ich sollte vielleicht mal gucken, ob Louvelette auch Formunterwäsche hat. Habe ich noch nie darauf geachtet, weiß ich gerade nicht. Vielleicht finden wir welche bei Shein, weil das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Aber die BHs, die Unterwäsche, ist wirklich der reinste Hammer. So, mein Code blende ich euch auf jeden Fall ein, das habe ich euch ja gesagt. Den schreibe ich euch natürlich auch unten in die Videobeschreibung. Ich bin so begeistert von diesem Haul. Ich freue mich jetzt schon, die ganzen BHs zu tragen. Und jetzt ist es endlich für mich an den Zeitpunkt gekommen, meine Unterwäschenschublade nochmal durchzusortieren, weil ich jetzt definitiv genügend beige, cremefarbene BHs habe, um meine ganzen bunten und dunklen, beziehungsweise nicht schwarzen, sondern dunklen BHs auszusortieren, wie zum Beispiel dunkelblau, dunkelrot, weil das brauche ich nicht. Also Sexy Maxi Time Unterwäsche habe ich ja separat. Das ist ja nichts, was du im Alltag dann trägst. Und ich würde sagen, das war es von mir mit dem Haul. Ich werde euch, wie gesagt, alles unten verlinken. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.